Okay, Leute, ich kann nicht mehr warten. Ich habe die drei Somo-Sorten vor mir: Lucid Limes, Pickpock und Paris habe ich am Start. Ich werde heute alle drei testen. Somo hat gesagt, der Tabak funktioniert jetzt im Meerlochkopf, im Funnel mit Alu und auch im Funnel mit HMD. Das werden wir natürlich testen. Ja, sehr zu meinem Leid, weil das hier würde ich am liebsten einfach, hm, aber na gut, wir machen das wohl heute. Wir testen den wohl in allen drei Setups. Leute, wir müssen hinnemachen Wir haben hier drei Tabaksorten, drei verschiedene Setups, die wir bequatschen müssen. Wir fangen beim ersten an. So, in den Apo kommt der Lucid Limes. Der Lucid Limes ist ein Lime- und Soda-Tabak. Erstmal, wir sehen, wir haben neue Dosen am Start. Oben drauf sehen wir das Logo wie gewohnt mit einer neuen Farbgebung hinten dran. Lucid Limes, der Name. Auf den Seiten sehen wir keine großartige Neuerung. 18 Euro kostet das Ganze. Ordentlich Warnhinweise mit drauf und so weiter. Ich würde sagen, wir machen das Ding mal auf, oder? Leute, wir öffnen jetzt die vermutlich erste neue Somo-Dose auf ganz YouTube. Seid ihr bereit? Ich weiß nicht mal, wie es drin aussieht. Vielleicht ist es wieder der Somo-Sipper. Vielleicht nicht. Vielleicht haben wir eine Folie. Es ist ein neuer Sipper. Wir sehen einen neuen Sipper mit Tabak drin. Sehr sehr heller Virginia auf jeden Fall. Die Molasse hat sich hier ein kleines bisschen abgesetzt, ja, hier oben seht ihr es, aber auf jeden Fall nichts wildes. Ich würde sagen, wir kneten das auch noch mal ordentlich durch hier. So und ich werde das Ganze auch direkt in meine Somodose umpacken. Ich will noch gar nicht so genau dran riechen. Ich will eigentlich erst fertig bauen. Als erstes gucken wir uns aber mal, oh balla Schnitt und Feuchtigkeit an, Leute. Das hier ist die neue Somo-Qualität sehr weicher, sehr feiner, feuchter, aber nicht zu feucht? Also, ne, ich habe den ja nochmal umgerührt. Wir haben jetzt auf jeden Fall keine überschüssige Molasse am Start. Sieht sehr, sehr nice aus. Und diese Limettennote, die mir gerade in die Nase steigt, ist sehr geil. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, wie hier die Tabakqualität aussieht. Leute, Kopfbau. KS-Apo ist am Start. Der erste Kopf wird gebaut. Wir nehmen uns den KS-Apo, schnappen uns den Tabak und schnicken ihn einfach vom Dosenrand locker fluffig in den Kopf. Und Leute, früher ging ja immer die Empfehlung raus: Nee, Somo auf keinen Fall im Meerlochkopf rauchen. Taugt nicht dafür. Jetzt sagt Somo selbst: Mit dem neuen Tabak könnt ihr den locker easy peasy auch im Kamin-Setup rauchen. Deswegen, wieder Willens, <laughs> werde ich das auf jeden Fall für euch testen, ob der Somo-Tabak jetzt auch im Kamin raucht. Oder gut raucht. Wir haben hier mal so ein kleines Ästchen. Ja, aber nichts Wildes. Also ist jetzt nicht äh, super steif oder so. Also, das geht auf jeden Fall klar. Das macht uns jetzt nicht den Kopf kaputt oder so. Ein kleines bisschen Tabak nehmen wir noch. Hier hinten hin. So. So, das ist Kopf Nummer 1. Der Apo. Mit Kamin ist ready. Kopfbau Nummer 2, der 80-Feet, bei dem wird es wieder relativ ähnlich. Äh, nur, dass wir diesmal eben einen wunderschönen Funnel am Start haben. Ich schaue da jetzt einfach rein, Leute. Ich muss ein bisschen hinne machen hier. Deswegen klatschen wir da erstmal den Tabak einfach oben drauf. Ums Verteilen kümmern wir uns jetzt. So, also für ein 80-Feet wäre es jetzt nicht mein Traumschnitt. Also für ein 80-Feet würde ich mir was anderes wünschen. Ich musste hier jetzt relativ drücken. Ist jetzt nicht so ultraschön, schön, aber so wird das auf jeden Fall funktionieren. Ähm, aber ich muss sagen, für einen kleinen Funnel wäre mir der Schnitt jetzt ein kleines bisschen zu grob. Also da hätte ich lieber irgendwie was anderes genommen. Übrigens, Somo-Alufolie kommt jetzt oben drauf. Eine Lage von der guten Somo panzer -Alu. Alexa, Shisha-Turbine an. Eine Lage panzer -Alu erst ganz kurz vorspannen, nichts wildes. Dann nehmen wir uns wieder unseren Stecher, machen aber vorher das ganze sauber und dann kommt hier die erste Reihe Löcher außen rein. Noch eine. Zweite so, das reicht schon, das sind mehr als genug Löcher. Und dann spannen wir das ganze noch mal nach. Wunderbar, Kaminsieb oben drauf, Kopf Nummer 2 ebenfalls fertig. Und dann die Königsklasse, wenn man mich fragt zumindest. Wir kommen zum Oblaco. Im Oblaco bauen wir übrigens den Paris und den rühren wir auch erst nochmal hier ordentlich um. Schnappen uns dann immer eine Gabel von dem schön aufgelockerten Somo. Also, es ist wirklich sehr, sehr schön heller Virginia geworden, das muss man auf jeden Fall sagen. Feuchtigkeit und Schnitt sind für einen größeren Funnel in Ordnung. Hier, man hat immer mal wieder hier so eine kleine Blattader. Das ist jetzt nichts Wildes, aber ist auch nicht perfekt. Aber gut, man kann es auf jeden Fall bauen. Und äh, dafür sieht er sehr hell aus. Und Leute, ich wollte ja noch nicht so viel zum Geruch sagen, aber eins muss ich sagen. Sie riechen alle extrem geil und intensiv. Und beim Oblako wollen wir dann auch wissen, ob der Tabak Noppenkontakt ab kann. Deswegen drücke ich den jetzt gar nicht. Zu sehr an. Ich bringe ihn nur noch mal so ein bisschen in Form hier und hole die Sachen vom Rand wieder weg. Und damit haben wir auch den dritten gebaut. Lotus obendrauf. Ich spüre schon, dass er auf jeden Fall Noppenkontakt hat. Ich hole eine Pfeife, Leute. Ich stelle euch um. Wir rauchen das Zeug an. Ich bin so gespannt, wie er schmeckt und wie er in welchem Setup laufen wird. Während unser Apo gerade noch warm wird, können wir doch mal über die Sorten reden, die es gibt. Insgesamt kommt Somo mit sieben Sorten wieder auf den Markt. Keine dieser sieben Sorten ist eine alte Somo-Sorte. Es ist komplett neuer Tabak, Leute. Es ist definitiv neuer Grundtabak. Ich weiß nicht, ob sie dieselben Aromen benutzt haben wie beim alten Tabak, aber wenn, dann ist es auf jeden Fall auch noch eine unterschiedliche neue Anordnung oder Kombination aus den Aromen, die es gab. Also, es gibt die drei, die ich hier genommen habe. Den Paris, das ist ein Grape and Raspberry, den haben wir im Oblaco geraucht äh, gebaut. Den rauchen wir gleich noch im Oblaco. Wir haben den Pickpock, das ist der, den wir im 80 Feet hier haben. Und wir haben den Lucid Limes, das ist Lime und Soda, den haben wir gerade hier im KS-Apo gebaut. Außerdem gibt es noch den Juicy Slide, das war ein Peach und Maracuja, da war ich auch sehr versucht, aber ich wollte jetzt erstmal. Erstmal drei Leute, sollte für den Anfang reichen. Dann gibt es noch den Mellow Drip, Wassermelone und Zitrone. Da war auf jeden Fall klar, dass das nicht meins wird, aber ja, für viele Leute bestimmt trotzdem interessant. Es gibt den Hype X, ein Citrus, Grapefruit und Lime. Klang auch sehr, sehr geil, aber irgendwie hm, bin ich dann bei den drei hängen geblieben. Und es gibt noch den Louis G, ein Blaubeere und Guave-Tabak. Klingt auf jeden Fall recht interessant. Ich habe mir, wie gesagt, diese drei hier ausgesucht. Das waren die, die mich am meisten angemacht haben aus den Kombinationen, die Soma da rausgehauen hat. Leute, wir nehmen den ersten Zug. Drei Stunden später, der KS-Apo ist nun langsam angeraucht und wir können den Lucid Limes, den Lime- und Soda Tabak testen. Vorneweg, ich bereue es jetzt schon, dass ich es überhaupt im Kamin probiert habe. Nicht, weil der Tabak nicht im Kamin funktioniert. Funktioniert sehr, sehr gut soweit. Absolut keine Beschwerde an der Stelle. Aber ich vermisse jetzt schon meinen Oblako mit Smokebox. Muss ich leider sagen, Leute. Das ist einfach so. Wir gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Zugegeben, da geht wahrscheinlich noch ein kleines bisschen mehr, wenn man einen Apo baut, aber so ist es halt jetzt. Der Geruch vom Lucid Lime. Also Im Geruch ist er so, so viel geiler, als er gerade im Apo schmeckt, muss ich wirklich sagen. Ihr habt vom Geruch her eine unglaublich intensive, super geile Limette, die sowohl eine krass saure als auch eine sehr schön süße Note hat. Also er riecht einfach unglaublich nice. Also vom Geruch her absolut umwerfend. Der Lucid Limes brutal. Aber Leute, viel wichtiger als der Geruch, der Geschmack. Und ich muss sagen, die Limette kommt sehr gut rüber. Die saure Note ist immer noch präsent. Die süße Note ein bisschen weniger als im Geruch. Man schmeckt sie noch raus, aber sie ist jetzt krass im Hintergrund. Also vorher hat ihr wirklich eine supergeil saure und supergeil süße Limette. Jetzt habt ihr eher so eine säuerliche Limette. Finde ich aber trotzdem sehr, sehr nice vom Geschmack. Also der erste auf jeden Fall schon mal sehr geil. Erinnert ihr mich an irgendeinen alten Somo? Gar nicht. Null. Es ist guter Tabak. Es ist neuer Tabak und es hat nichts, aber auch gar nichts mit dem alten Somo zu tun. Also für alle, die Hoffnung hatten, dass die alten Somo-Flavor nochmal so jetzt neu kommen, vom ersten kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ganz was anderes. Leute, wir bauen um, wir packen unsere drei Kohlen auf unseren Funnel und dann kommt der Kamin hier weg. Aber ganz, ganz schnell. Ja, und siffen tut er auch noch, weil mehr Loch. Nummer 2, beziehungsweise Pfanne Nummer 1, aber Kopf Nummer 2, packen wir mal hier oben drauf. Und dann rauchen wir mal den 80-Feed an. Als nächstes kommen wir zum Pickpock. Das soll jetzt Birne mit exotischen Früchten sein. Bin ich sehr gespannt. Birne mit exotischen Früchten hatten wir so auch gar nicht vorher bei Somo. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob der vielleicht an irgendeinen alten Somo erinnert. Aber vom, von der Aromazusammensetzung her auf jeden Fall schon mal nicht. Die Birne ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice getroffen. Ich habe das Gefühl, ich habe eine leichte Bananennote mit dabei. Und dann müsste ich mich schon sehr, sehr stark konzentrieren, um noch was rauszuriechen. Nee, also irgendwie mehr als Banane rieche ich da ehrlich gesagt nicht raus. Man hat eine sehr leckere Birne, die erinnert so ein bisschen an den Green Grizzly damals von 187. Also noch sehr geil war. Ich habe das Gefühl, der Green Grizzly ist da ein bisschen schlechter geworden. Erinnert an den alten Green Grizzly. Mit so einer leichten Bananennote. Und die Bananennote kann ich sogar ziemlich genau benennen. Das ist diese Gelee-Bananen, falls ihr die kennt, diese kleinen Süßigkeiten-Dinger, die außen so ein bisschen fest sind und wenn man drauf beißt, sind die innen noch so ein bisschen flüssiger. Also nicht flüssig, aber flüssiger als außen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und genau diese Note, genau diese Note ist da eben noch bei der Birne dabei. Also, wenn, wenn ihr mich fragt, was ist da drinne, ich rieche nur raus Birne und ich rieche nur raus Birne. Und diese Bananennote. Also sehr, sehr verrückt, aber es ist auf jeden Fall mehr drin. Es ist auf jeden Fall mehr drin. Man riecht noch mehr Noten, aber ich kann die Noten nicht zuordnen. Das Einzige, was ich rieche, ist die Birne und diese komische Gelee-Bananennote. So, wir nehmen mal den ersten Zug. Der wird wahrscheinlich auch wieder ein paar Minuten brauchen, bis der an ist. Birne, Banane, grüne Apfelringe. Ich könnte auch krass daneben liegen. Also, es ist sehr, sehr verrückt vom Geruch. Und auch den haben wir langsam angeraucht. Rauchentwicklung auf jeden Fall schon mal viel besser als im KS-Apo. Ich glaube, mein Kaufbau war auch nicht perfekt für den KS-Abo, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ihn auch sehr lange nicht gebaut. Ich habe ihn einmal noch im Stream geraucht und ansonsten sehr lange nicht mehr. Leute, bevor wir zum Geschmack vom zweiten Tabak kommen, nochmal der Shoutout an euch. Wenn euch diese Videos hier gefallen, lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo da. Es wäre eine krasse Unterstützung. Ihr wisst das, ich habe ein Ziel auf YouTube und das ist hier hinter mir den 100.000er Playbutton hängen zu haben. Deswegen die Bitte an euch, wenn es euch gefällt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da und unterstützt mich da, das Ziel zu erreichen. Okay, wie sieht es hier geschmacklich aus? Die Birne ist weniger aufdringlich als im Geruch. Ich habe das Gefühl, ich habe noch mehr den grünen Apfel oder so eine grüne Apfelnote am Start, wie es schon im Geruch war. Es wurde nie von, von äh, grüner Apfel oder von Banane geredet, aber ich habe es rausgerochen oder ich glaube es rauszuriechen, würde ich sagen. Ähm, die Birne ist ein bisschen im Hintergrund, man hat noch mehr andere Noten mit dabei. Ähm, wie gesagt für mich das wäre so 40% Birne, 30% grüner Apfel und der Rest, der Rest ist für mich relativ uneindeutig. Also wenn überhaupt, dann nur noch ganz ganz leicht diese Bananennote, viel dezenter als das im Geruch der Fall war. Also im Geruch muss ich definitiv sofort daran denken. Ja, würde ich gerne mit irgendjemandem drum wetten, dass Somo hier ein kleines bisschen Banane mit reingemacht hat. Aber Leute, keine Angst, wenn ihr jetzt immer Bananen nicht mag, im Geschmack wieder ganz, ganz anderes Kapitel. Aber auch zudem kann ich sagen, schmeckt nach Birne. Die exotischen Früchte, undeutbar für mich. Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, was da genau drin ist. Wie gesagt, ich meine, da ist noch grüner Apfel mit drin, aber Birne safe. Der Rest, I don't know. Aber es schmeckt auf jeden Fall auch wieder sehr gut. Also auch die Sorte kann man auf jeden Fall empfehlen. Schmeckt lecker, hat aber wieder absolut nichts mit einer alten Somosorte zu tun. So Leute, nachdem wir den Pickpock hatten, check, und nachdem wir den Lucid Limes hatten, Check, kommen wir nun zum Paris: dem Traube und Raspberry, also Traube und Himbeere. Und damit kommen wir auch endlich zu meinem geliebten Oblako. Der Paris, ein Traube- und Himbeer-Tabak. Ich meine, ich habe noch nirgendwo in der Shisha-Szene jemals die Kombination fertig gemischt von Traube und Himbeere gehabt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch noch nicht dran gerochen. Wir schrauben das Ganze jetzt auf. Und während unsere Smokebox warm wird, schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier riecht. Also an irgendwas erinnert es mich. Ich kann es gerade noch nicht genau sagen, an was. Aber an irgendwas, das man kennt, vom Geschmack her und vom Geruch her, an irgendwas erinnert es mich. Aber ich komme noch nicht drauf. Man hat auf jeden Fall eine Traubennote im Vordergrund. Die Traube ist aber wie eine Süßigkeitentraube. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn jemand versucht, eine Traube so umzusetzen, wie Bananen normal in Süßigkeiten umgesetzt werden, so ist irgendwie dieser Übergang. Aber es gibt irgendwie nicht diese Traubensüßigkeit, an die ich da denken muss. Das ist sehr, sehr verrückt wieder. Und auch die Himbeere. Also, man hat auf jeden Fall so eine saure Bärennote im Hintergrund. Aber vom Geruch her könnte ich jetzt niemals direkt sagen: Safe Himbeere. Safe. So, Leute, wir nehmen mal den ersten Zug und gucken mal, wie weit unsere Smokebox hier ist. Noch nicht so weit, wie ich gern wäre. Vom Geruch her ist der aber auf jeden Fall am ehesten mein Ding. Also müsste ich mich jetzt zwischen den drei für einen entscheiden. Vom Geruch dann wäre es auf jeden Fall der Paris. Aber Leute, vielleicht erstmal noch ein paar Worte dazu. Ich finde es sehr nice, dass SOMO den richtigen Weg gegangen ist und gesagt hat, wir nehmen unsere alten, unser altes Sortiment raus, wir halten uns an die Gesetze und wir machen nochmal mal neuen Tabak, der komplett konform ist. Also sie haben alle keine frische Note von der Minze oder von Menthol. Man assoziiert eher so diese frisch aufgeschnittenen Früchte dann mit dieser Frische, die man in dem Tabak hat. Aber es ist jetzt nicht so, als ob man merken würde, dass irgendwie Minze oder Menthol die Lunge hinunterströmt und dieses typische erfrischende Gefühl, was man eben von so einem Tabak dann kennt. An irgendwas erinnert er mich. Boah Leute, ihr wisst nicht, wie stressig das gerade für mich ist, dass ich nicht drauf komme, an was er mich erinnert. So langsam ist das Köpfchen angeraucht. Bevor wir aber zu dem letzten Geschmackstest kommen, nochmal ein kurzer Recap von den verschiedenen Setups, die wir hatten. Als erstes haben wir im KS Apo mit Kamin geraucht. Das hat funktioniert, war aber... Auf jeden Fall auch das am wenigsten intensivste Setup. Auf jeden Fall mit Abstand. Dennoch, der Tabak hat gut im KS-Apo funktioniert. Ja, man sieht ja auch, es ist ganz normaler Virginia-Tabak als Grundtabak. Es kann also eigentlich gar nicht nicht funktionieren. Hat auch sehr gut funktioniert. Im 80-Feet-80-Funnel mit Alu- und Kamin-Sieb obendrauf hat er mir trotzdem viel besser gefallen. Ihr wisst das, Leute, ich bin eh großer Funnel-Verfechter. Eigentlich mit Smokebox, so wie ich jetzt rauche, aber auch mit Alufolio und Kamin obendrauf. Also nicht Kamin, sondern nur das Sieb. Vom Kamin oben drauf war schon deutlich besser als im KS Apo und jetzt kommen wir zu der Königsklasse, wenn ihr mich fragt, einen Oblaco und ein Kalaut Lotus 1 Plus oben drauf. Und so langsam ist er an. Die Traubenote ist wie bei keinem anderen Traubetabak, den ich bis jetzt probiert habe und ich würde vor mir sagen, ich habe schon einige Traubesorten probiert, aber das ist eine komplett neue Traubenote. Ich würde immer noch dabei bleiben, dass es so schmeckt, wie ich mir eine Traubensüßigkeit in Form von so einem Gelee-Ding vorstellen würde, wenn es es geben würde. Ich kenne sowas auf jeden Fall nicht. Es schmeckt lecker, es schmeckt nach Traube. Die Himbeere kommt meiner Meinung nach im Geschmack jetzt besser rüber als im Geruch vorher. Aber auch diese Sorte auf jeden Fall lecker, kann man sich safe gönnen, kann man safe rauchen. Von welchem würde ich mir nochmal eine Dose holen? Also, ich bin auf jeden Fall nochmal gespannt, wie der Lucid Lime in diesem Setup funktioniert und wie der Pickpock auch in diesem Setup funktioniert, weil das auf jeden Fall das beste Setup ist. Kommt, kommt am besten rüber. Ist einfach so. Welchen der drei Sorten würde ich mir noch mal gönnen? Ich glaube, um ehrlich zu sein, alle. Wenn ich trotzdem das Ranking machen müsste, wäre vom Geschmack her der Pickpock mein Least Favorite, der Lucid Lime mein Platz 2 und der Paris wäre mein Platz 1. Das wäre meine Reihenfolge für die neuen SOMO Sorten, wie es sie jetzt gibt. Leute, der Tabak kommt morgen um 18 Uhr raus. Es gibt noch vier weitere Sorten, die ich mir jetzt nicht geholt habe. Ich dachte, wir steigen erstmal mit drei ein. Vielleicht kommt dann auch noch was zu den anderen vier Sorten, aber erstmal mein Review bzw. mein Ersteindruck eher von den neuen Somo-Sorten, von dem neuen Somo-Tabak. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, gerne einen Daumen nach oben, gerne ein Abo da lassen, supportet den Channel, es würde mir sehr viel bedeuten. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.